Und... Ah, das können wir nicht so einsetzen. Okay, schade. Schauen wir mal drumherum, was wir noch so finden. Tanze Flammen, Tanze Flammen. Ah, komm hier. Machen wir mal so wieder. Da habe ich jetzt gar kein Problem mit. Badawam! Direkt ein Proc. Ja, down. Down. So einfach. Haben wir schon wieder einmal. Ah ja. Wollte gerade sagen. Bild stehen geblieben. Oh, Schock. Das darf natürlich nicht passieren. Tanzeflammen und zweimal Rüstung. Die machen wir mal ohne. Nehmen wir Kreisjäger. Nehmen wir die Sensenhöllen. Machen einmal Wumm. Und probieren wir nochmal Multischuss aus. Okay, das ist wie Stoßwirbel. Nur drei Schüsse ist ein bisschen... ein bisschen wenig, finde ich. Kreisjäger machen wir. Gehen wir auf die Rüstung drauf. Ne, machen wir auf sich selbst. Und da würde ich sagen. Was machen wir denn da? Aber wir machen einfach einen normalen Schuss. Okay, dann darfst du jetzt auch sterben, wenn du bezaubert bist von Jessica. Erster fertig. Zweiten kriegen wir auch down, oder? Ja, also kein Problem sein. Weil lohnt sich das Trainieren extrem. Muss man eben kurz wegreisen, um sich aufzuladen. Eine Kiste. Okay, da war noch ein Brunnen. Da kommen wir vielleicht auf die andere Seite. So, wir haben einmal die. Ich würde sagen, wir fangen mit den an, auf den Sensenbänden. Machen wir... Dass wir alle treffen. Nee. Probieren wir mal da drauf. Also ich mag diese Textur, wenn dieses Wurm kommt, dann ist sie so ein bisschen smoothiger, habe ich ja schon mal gesagt. Weil so ist es ein bisschen cartoonhaftiger. Ist aufgegangen. Okay. Die Flammen sind da nicht betroffen von. Okay, das war's dann natürlich mit denen. Aua. Und tschüss. Eine schon mal down. Kreisfeger. Fangen wir mit den hinteren an. Dann holen wir uns noch einen. Hier einen Knack. Sind wir ja gar nicht mal so. Wie war. Vielleicht gehen sie auch gleich tot, ohne den Wirrwarr eingesetzt zu haben. Richtig. Nicht betroffen, okay, auch schon mal gut. Da muss man mal abwägen, was wir für Skills da drauf setzen. Muss man immer schauen. So, da ist ein Brunnen. Das heißt, man kann eventuell vielleicht auf eine andere Seite kommen noch. Lass mal schauen, was haben wir hier. Findet einen Haufen Drachenkot. Würde mich interessieren, wo es hingeht. Okay. Gucken, wo es hingeht. Ah, gleich eine nächste Truhe. Und der Käse ist fertig. Schließt natürlich auf mit dem Liebesschlüssel. Finde eine Drachenschuppe, super. Nicht Monster-Team, ich will in den Kessel greifen. Gewöhnlicher Käse, danke. Und jetzt fangen wir an. War das jetzt einer zu Anfang? Oder zwei? Ah, okay, einer. Raus. Jetzt warte mal, wo sind wir denn jetzt auf der Karte? Wir sind unten. Wir waren weiter oben. Das heißt, ihr müsst alles entdeckt gewesen sein.
Normalerweise ja. Ich würde noch weiter die Insel ein bisschen erkunden. Machen wir mal volle Angriffe. So. Probieren wir mal schwupp hier aus. Vielleicht geht's so. Vielleicht geht's nicht. Ich weiß es noch nicht. Ach, die gehen auch so früh down. Nein. Okay, schlug fehl. Okay, die sind auch nicht von betroffen. Das ist immerhin gut zu wissen. Ai, vergiftet. Tschüss. Glückssache. Und lässt fallen. Was lässt er fallen? Gegengift. Super. Flash hat auch neue Chance, okay. Und kurze Mittelheilung. Das reicht. Hier ist nichts mehr. Okay, hier ist nichts mehr. Das heißt, ich würde mich teleportieren nach. Gehen wir da hin? Mystische Quelle. Wir gehen nochmal zur mystischen Quelle. Pumpen da uns eben automatisch voll. Muss man jetzt lang. Ja, direkt da rein. Brrrrup. Trinken wir nochmal das Wasser. Natürlich. Wenn wir gerade schon hier sind. Oh. Naja, ist schon wieder die Geschichte vorbei. Gronia, Piratenbucht. Pelderönes, Jagdrevier. Kirche am Meer war eigentlich das Sinnvollste. Da haben wir das Schiff ja direkt vom Eck. Was sagt denn das Geld? 3000, ne. Hier müssen wir auf jeden Fall noch ein bisschen hochkommen. Das besonders auf Jessica, da müssen wir mal aufpassen. Ah, ich würde jetzt mal gucken, ob wir eine Insel erkunden können. Das heißt, ich tue mal raus, dass wir vielleicht mal eben diese Insel ansteuern. Die kenne ich, glaube ich, schon. Das weiß ich nicht. Nehmen konnte da. Warte mal. Da kann man doch lang. Moment, da legen wir mal. Wir können da lang. Wir müssen da lang kommen. Man kann natürlich jetzt nicht. Man kommt da lang. Da ist dieser komische Bogen. Es kann ja nicht uns verwehrt sein, dass wir da nicht hinkommen. Uhu. Springschakal. Ja, komm. Wir haben's. Wir haben's, wir haben's, wir haben's, wir haben's. Wir haben ein gutes Team. Bräuchten eigentlich so ein. Müssten eigentlich noch den Haxaro austauschen. Obwohl der einen guten Flächenangriff hat, würde ich den als zweite Gruppe nehmen. Weil B gibt ja eine zweite Gruppe. Also man kann zwei Teams dann nehmen. Und da muss man so eine Mischung aufbauen auf so ein Kampf- und Magie-Team. Boah, ja, wow. Hat aber reingehauen, da kriegt gleich den Fuß ins Gesicht. Hier, nächster. Um einen nach dem anderen. Super. Horrorhahn lässt das fallen. Steinschutzhelm, okay. Muss ich mich auch kümmern. Ich fülle jetzt erstmal, was wir so kriegen, alles auf. Alter, oben ist ja auch noch was da. Aber ob wir da hinkommen? Frage. Aber da kommt man von Agonia, von dem einen Ding dahin. FPS. FS wollte mal wiederkommen oder so. Schauen wir mal.
Ne, die wollen gerade nicht wiederbekommen haben. Komisch, mal eben kurz Turbo aus. Mal wieder an. Ne, gerade will wollen sie nicht wiederkommen. Komisch. Da sind sie wieder. Man merkt es, wenn es so drunter geht. Jetzt haben wir so 90 FPS. Ah, merkt schon, dass es ein bisschen blöd ist. Wenn es so 60 sind, ist es okay. So, einen haben wir schon mal. Kreis. Sensenmann. Ulala, auf den da hinten. Holen wir uns noch die paar Pünktchen wieder. Wie kein Interesse. Hallo? Hast du das gerade nicht gesehen, hä? Sie gemacht hat für dich, mein Freund. Das werde ich nicht so hinnehmen. Da kriegst du halt was aufs Maul. Okay, noch einen guten Schaden. Tschüss. Die Zirkus halt wieder. Das muss ja. Das könnte Agonia sein. Nein, nicht hinter Tür, ja. Agonia Jagdrevier. Und wir gehen Agonia rein. Dass wir vielleicht in diese Tür reinkommen, in die nächste